Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue, Part Nummer 23. Wir sind schon direkt wieder an der nächsten Mission. Und ohne weitere Umschweifung geht es direkt los. Master Kenway! De La Vérendrye is dead. I have the coordinates. I know where the assassins are going. Then, let us make haste. Auf. Naja, Ladescreen wollte ich euch jetzt nicht begrüßen. Macht weiter nix. Alles zu seiner Zeit. Da kann ich euch ja währenddessen mal eine kurze Frage stellen. Denn, ihr seid ja scheinbar diejenigen, die Let's Plays sehen wollen. Wollt ihr auch ein Battlefield 1? Dann kann ich das ja auch aufnehmen und kommentieren. Haut's einfach in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ich denke mal, das ist bestimmt machbar, ein Battlefield 1 Let's Play. Die Story soll ja wieder ein bisschen spannender werden als die von Battlefield 3 und Battlefield 4. Do you think Achilles and Liam have found the precursor site? The world is still standing. If they uncovered it, they have not yet set the earth in motion. How gentlemanly of them. There should still be time. Master Gist, stay here. I shall accompany Shay. Sir, with respect, are you sure that's wise? As Grand Master, I must investigate this precursor matter to the end and witness the death of Achilles' brotherhood. Tja. If the assassins do trigger an earthquake, at least there's few around to suffer. I have no intention of letting your former colleagues destroy a precursor site, regardless. Ich finde das immer cool, wie so Schnee weggestoßen wird. Beautiful if it wasn't so damn cold. Tread carefully. Some of this ice is rather thin. Ja, das ist sagst. Na? Willst du da hoch oder was? Muss ich jetzt zuerst hoch? Das geht auch. Das ist aber gut trainiert, dass der einfach so auf glattem Eis stehen kann da. Mit den Händen greift er da ja rein, aber die Animation für die Füße, die ist ziemlich daneben gewesen. Naja, das macht weiter nichts. Da steht also Achilles Schiff. That's a hefty crew Achilles brought. I doubt he expects all of them to survive these conditions. That's bleak. But we're still outnumbered. Let's keep a low profile, avoid unnecessary fights. Ach ja, ich meine eigentlich. Would scarce recognize you. Come, just enter their harbor. Ich warte nur mal von dem Typen. Kann man hier irgendwie klettern? Da rechts hoch? Nee, ich muss scheinbar hier runter. Lol. Aber das ist eine gute Idee, einfach hier runter zu springen und dann die Dinger zu benutzen. High Stacks. Ich nehme wieder in dem Falle hier meine Steep Darts, weil der liebe Grand Master hier vor uns hat gesagt, wir sollen uns etwas unentdeckt halten. Dann machen wir das auch, ne? Willst du da hoch oder nicht? Oh. Right this instant. Ah, wohl nix, ne? Ja, hier laufen einfach random Menschen rum. You shall perish! I can hit him from here. Was? Du bist hier da runtergesprungen. Und wie hat der... Achso, ja gut, da kann ich treffen. Okay. Hallo. Überraschung. Oh, das wird aber langsam voll hier. Nimm mir doch als hier um Schild. Wunderbar. Ich glaube, ich muss erstmal da hoch. Nee, ich muss doch nicht erst da hoch. Warum packt er seine Waffen weg? Oh, shame. Manchmal verstehe ich deine Logik nicht ganz.
Warte aber nicht, Leute. Nein, 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 nein. Scheiß Idee. Puh. Gucken, was ihr so dabei habt an Ammo. Weil ich habe gerade ein bisschen Pistolen verschossen bei der Mission. Jetzt habe ich hoffentlich alles wieder dabei. Na. Och Mann. Was ist das denn da? Ah, das sind diese Eis. Nicht diese Giftfässer, glaube ich, ne? Kannst du nicht Leiter nehmen? Dankeschön. So, dann mal rein in die gute Stube. Wie er schon gesagt hat. Go on, Shank. I will find another way. Was für ein Zufall. was? Du siehst mich nicht. Überraschung. Kann ich dich bei der letzten nicht töten? Ja. Yeah. Wunderbar. Gucken, ob ich hier auch doppelt töten kann. Euch beide. Die merken natürlich nicht, dass hinter denen einer erstochen wird, ne? Warum sollten die? Ich fühle mich tatsächlich irgendwie in jeder einzelnen Episode auf der AI rumgehackt. Ich meine, dafür, dass es ein Open-World-Spiel ist, ist die AI eigentlich super. Die reagieren, sagen wir mal, angemessen. Können sich ordentlich bewegen. Na, ich will da nicht lang. Ich hätte eigentlich Bock, dass du mal ein bisschen Radau machst da oben. Moment, komm mal her. Schau doch mal, wen du von deinen eigenen Leuten abschießen kannst, hä? Hm? Na komm. Schieß wie ein Ab. Nice. Lol. Und den da oben auch noch. Ich steh direkt neben dir. Und tötet euch gegenseitig, ist mir auch egal. Wunderbar. Machen wir das Ganze nochmal, oder? Nicht. Ich bin ziemlich leer geworden. Oh ja, jetzt hat er mich sowieso gesehen. Aber der war ja schon getroffen. Wieso lebt denn der noch? Willst du jetzt mal endlich sterben? Muss ich jetzt runterkommen zu dem? Der ist ja dreimal runtergefallen jetzt. Muss er nicht mehr überleben. Bricht sich doch jedes Mal, wenn man so auf den Rücken fällt, einen Knochen. Was haben wir denn hier? Ganz viele schöne Sachen. Na komm, machst du da auch? Ja, nice. Nein, 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 ich bin gar nicht da. Komm ich da rüber? Let's find out. Nein, komm ich nicht. Ja, jetzt ist ungünstig, ne? Okay, muss ich sie halt töten, alle. Macht mir jetzt eigentlich auch nichts. Warum nimmt der denn immer den, der hinter dem steht? Kann ja nicht den nehmen, der angehittet ist. Siehst du? Dann nimmt er halt dann doch den richtigen auf einmal. Ich weiß nicht, der den Typen nimmt, der weiß ist, aber ich weiß nicht, auf welcher Basis. Also, da ist ein weißer Umriss um die Leute drum. Ich weiß nur nicht, auf welcher Basis der die weißen Leute sich auswählt. Und es gibt ja scheinbar einen Algorithmus oder so im Hintergrund, der das ein bisschen bestimmt. Habt ihr das nicht gemerkt, dass da hinten noch Mates sterben? Ich kann mir schon vorstellen, dass von Ubisoft irgendwie ein bisschen anders, schwächer eingestellt wurde, die Guards, dass sie nicht so viel mitkriegen, weil das ist ja doch ziemlich, wird ziemlich voll dann, wenn die ganzen Leute, die hier an der Ecke rumstehen, auf dich zukommen.
Na, dann schauen wir doch mal. Precursor Site. Also auf jeden Fall dieser Assassin's Creed, weiß ich, habt ihr die vorherigen Assassin's Creeds gespielt? Haha, schreibt's mal in die Kommentare. Ne, ich schreib's nicht in die Kommentare, ihr habt gerade schon einen Kommentar verfasst wegen dem Battlefield 1 Playthrough. Es gab immer in jedem Endgame von Assassin's Creed gab's so einen Tempel hier irgendwie, wo so übernatürlicher Kram passiert. Echt eine ganz coole Architektur mit so Steinsäulen und so. Ich soll mich jetzt also durch dieses Rätsel hier durchlaufen. Kann ich irgendwas machen? Nein, kann man nicht. Und auf geht's. Ah! Aua. Okay. Ich wusste nicht, dass das so schnell geht. Ich dachte, ich könnte nach eben rechts gemütlich vorbeilaufen. Macht nichts, dann wissen wir das jetzt schon mal, ne? Probieren wir das doch einfach nochmal. Also da muss ich aufpassen, dass ich direkt, wenn der Strahl rechts an ist, schon darüber laufe. Ich habe jetzt zum Glück erstmal so eine Stelle frei. Und dann kann ich jetzt darüber rennen. So. Da muss ich dann hochklettern gleich. Jetzt genauer zu sein. Na, los. Sieht hier irgendwas mit? Die bewegt sich, ne, genau. Dann kann ich jetzt hier vorbei. Und dann kommt der andere gleich hoch. Oh, perfekt. Ich weiß nicht, hab ich vergessen, ob da unten Frauenstreifen irgendwie, ne? Hoffentlich tötet der mich jetzt nicht. Ich meine, ich hätte hier was gesehen, aber dem war scheinbar nicht so. Gut, dann haben wir hier einen Checkpoint erreicht. Oh, was ist das denn für ein Gerät? Ich hoffe, dass man sich ein bisschen da oben dranhängen kann. Aua! So, man kann sich so rumdrehen. Dann kann man da hoch, auf der Ebene drüber, um die Ecke. Dann wieder runter. Und dann müsste ich gleich darüber können, ne? Spring mal darüber. Ah, wunderbar. Ah, da! Oh! Warum springt der denn da noch runter? Jay, sei mal ein bisschen vernünftig. Das ist gefährlich, was du da machst. Ah, dann schauen wir uns das mal an. Oh, guck mal, da ist der Liam und der andere. Wer ist denn noch gleich? Is this the apple? No, don't touch anything. Genau, den meine ich. Shay was right. What would he know? More than me, apparently. Finally, you understand. Achilles heißt er, genau. Achilles. This is a structure to hold the world together, not a weapon to control it. This whole calamity could have been avoided if you'd only listened to me. Disrespectful to the end. Yes, we've been working on that. Right or wrong, Shay. You betrayed the Brotherhood, Achilles, and me, says the man who shot me in the back. At the homestead. That was Chevalier. I don't miss! Liam, don't! Oh, hey, yeah. Assassinen halt Idioten, ne? Katastrophe. Muss ich da vorbeirennen? Ich kann bestimmt vorbeirennen, ne? Ich kann vorbeirennen. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich dann noch meine Pistole raus. Meine Pistole ist sehr wirksam gegen Assassinen und andere Bosse. Aber da können die sich nicht gegen wehren. Die können ganz gut kämpfen, aber können. Oh. Ah. Können nicht so gut Schüssen ausweichen.
Sag mal, ist das dein Ernst? So krieg ich den doch nie. Mal. Junge. Dachte, du wärst einer der schnellsten Templer, die so rumrennen hier. Oh. Na komm, jetzt komme ich aber näher ran. Jetzt gucke ich hier. Ja, schade. Aua, kalt, kalt, kalt. Vielleicht müsste aber Liam doch irgendwann mal angekommen sein und am Ende. Did you have to bring that damn manuscript and box all the way out here, Liam? The precursor box is safe. Hoch da. Chevalier took care of that. You'll never find it. Okay, ich muss also darüber, wenn das Licht ausgeht. Das Licht ausgeht, muss ich rüber. Und jetzt direkt durch da. Oh, das ist zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Nein, doch nicht zu spät. Aua. Bin ich gebrannt? Bin ich verbrannt? Achso, ja gut, da sind wir wieder hier. Da muss ich jetzt rüber. Und auf geht's. Ah, nicht brennen! Vorbei. Na, lauf, 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 lauf. Komm, eins nach. Wo ist Liam jetzt hin? Naja, sehen wir gleich. Es ist der einzige Weg, den ich langlaufen kann. Er muss in die Richtung gelaufen sein. Sonst würde das Spiel keinen Sinn machen. Na komm. Selbe wie am Anfang. Ich frag mich gerade, was passiert wäre. Lucky. How many times do I have to tell you, Liam? Oh, Mann, I make Mann, my own luck. To do that. Bastard. You broke the assassins. Betrayed everyone you knew. You sided with our worst enemies. And for what? To save the world. I hope that world is a good one. Ja, Liam, sein ehemaliger Freund. Da liegt er. Schade, drum. Hat er den falschen Orden gewählt. Aber ich kann nicht irgendwie behilflich sein. Why not? Achilles is harmless now. A mentor with no followers. What kind of world are we making if we cannot show mercy? Oh. Besides, he understands what these precursor sites are now. Without him, the assassins may continue their search. Valid points. Mm-hmm. Yeah, sehe ich aus. Ah!
never forget what has happened here. I won't. Lass ihn einfach da liegen, da stirbt er doch auch. But the world will. Ja, da verhungert der doch jetzt, da friert und so, das hat doch keinen Sinn. So what happens now? Master Gist will be in charge of eradicating any remaining traces of the assassins. Master Weeks and the others will assist him, of course. Achilles has lost everything. He won't dare leave his homestead. You won't. Shay, although our search for precursor sites is at an end, I want that box. You will find it for the Templar Order, and for me. Could be anywhere in the world by now. It may take years to find it. It may take your lifetime. Are you up for the challenge? Good. Wahrscheinlich war der auch deswegen ein paar Jahre später in Paris. Incredible. Who knew that Shay had that kind of potential? Sind wir nicht willkommen, ist wieder ins Abstergo Hauptquartier. Es fühlte sich irgendwann, als wäre das die letzte Mission gewesen. Wenn man halt dies. Vielleicht, wir könnten wahrscheinlich die Erinnerungen in Paris noch zu Ende spielen. Aber vielleicht kommt auch noch eine ganze Erzählungsstelle in Paris. Ich bin gespannt. Auch wenn ich irgendwie fühle, als wäre die Story jetzt eigentlich vorbei. Zumindest der Teil, der interessant ist. Weil, naja, irgendwie halt, da waren ja Assassinen und der Wechsel von Assassinen zum Templer, das war ja so ein bisschen der Sinn des Spiels. Everything I need to complete our assignment here. One last shot, Nubskull. We need you to upload Shay's story. But not to Helix. I want some very specific people to see what we have found here. Hat die gleiche Jacke an wie I'm just saying that Violet didn't have to yell at us for not fixing the elevator before she did. I can't believe she made you cry like that. She said some very hurtful things. I don't want to talk about it anymore. Aha. Zufälligerweise, wo wir gerade wieder aufwachen, ist der Aufzug wieder erreichbar. Danke. Brauche ich nicht. Ich werde so wenig wie möglich Zeit hier verbringen. But over the centuries, that goal eroded into a far more dangerous one. Freedom. Shit! There! Just follow those lights and you'll be set. I promise, you won't die if you follow the bright lights. Oh, wie ist denn die Maussensitivität ist ganz anders hier unten. I haven't steered you wrong yet, have I? In Abstergo. Eben auf meiner Maus umstellen. So. Hurry, Numbskull. It all comes down to this. Ich bin ja schon unterwegs. Ja, weiter. The Assassin Brotherhood still exists today, and they remain dedicated to their foolish cause. Hey, hier war ich schon mal. I am a Templar Knight. I protect the world from the Assassins. Today, you have helped me to fulfill this role. Please, restore the servants. Hier ging auch irgendwas los mit Black Flag. Also da oben. Da ist man nicht hier runtergegangen. Da war nur oben irgendwas. So, dann spielen wir ein letztes Mal dieses Spiel. Wie ging das noch gleich? Ach, der, da musste man durch, ne? Warte. So. Da muss ich. Warte, wo kann ich jetzt hier durch? Ne, mit dem. Kann ich da unten durch? Und dann kann ich mit dem da unten durch, genau. Kann ich die Kamera auch irgendwie ändern vielleicht?
Otso Berg. The big Otto. Nee, kein Bock auf das Training. You have exceeded my every expectation. Use that terminal to upload Shay's story to the Assassin Network. Assassin Network? Das ist doch das Falsche. Wir sind doch hier bei den Templern. Junge, Junge, Junge. Hast du vergessen, für wen du arbeitest? Genau. Time to show the Brotherhood how weak the modern day assassins are weak. It is only a matter of time before I catch the last of them and kill them. But it is not enough for them to die. What happened in Haiti happened in Portugal. A great earthquake. Thousands dead thanks to your damned manuscript. Get him out of here. I want them to know how weak they truly are, and I want everyone to see them suffer. So on the day they finally meet me, they will welcome the death I offer them. She was right. What would he know? More than me, apparently. My plan is in motion. I have no further demands to place upon you. However, Shay's story is not complete. I would ask that you see it through to the end. Oh nein, jetzt muss ich die ganze Quatsch wieder zurücklaufen. I am super impressed, Nopskull. You really came through for us. And yes, I am also a Templar. Have been for years. So, dann wissen wir jetzt also offiziell, was, weiß ich, wann ich das herausgefunden habe. Das war schon in Artikel 1, glaube ich, oder? Artikel 1, Assassin's Creed 1. There's still one last chunk of Shay's data left to explore. It's a bit of a trip, but I think you should see it. Wo man erfahren hat, dass Abstergo ein Templar-Unternehmen ist. Bin mir aber nicht ganz sicher, wo man das erfahren hat. Vielleicht kann es sein, dass ich das mal im Internet gelesen habe oder so. Es ist auf jeden Fall, ihre Ziele sind auf jeden Fall deutlich. In Black Flag hat man auch im Abstergo Hauptquartier ein bisschen gegen die gekämpft hier. Übrigens, diese Reihe ist das letzte, das erste, also Black Flag und Assassin's Creed Rogue. Once you go back to finish Shay's story, your life is never going to be the same afterwards. You should finish any outstanding business before entering your animus. Was soll ich sagen? Ach so, das ist Abstergo Hauptquartier. Das hat man erst da betreten. Vor. Zumindest so in dem begehbaren Zustand in Assassin's Creed 1 war man hier auch schon. Allerdings gefangen. Assassin's Creed 2. Wurde man sozusagen weggefahren, ist von denen geflohen und halt jetzt in Black Flag und Rogue ist man sozusagen als Mitarbeiter in diesem Ding gewesen, in Black Flag als nicht so ganz unterstützender Mitarbeiter. Such decadence. Good luck, Numbskull. Wow! Das, dieser Palast hier. Certainly look prepared to meet royalty. Perhaps King Louis himself will grant you an audience. I doubt even these breaches will get me into the king's chambers. Besides, I'm only here to see a business acquaintance. Yes, I heard a group of merchants would be here today. They might come see my scientific demonstration later. They really should. They might learn something, though I wouldn't count on their being present. I take my leave. Thank you again, Master Franklin. Now to find Charles and that damned box. Was ich sagen wollte, der Palast von Versailles, den gab es, oder wird es, wird es geben, wenn man das Spiel zuerst gespielt hat, wird es ihn geben, in Assassin's Creed, weiß nicht was, wie hieß denn das noch? Charles Dorian.
der. Das ist eins, ein Assassin's Creed, was in Paris spielt. Wie hieß denn das noch? Mit Arno als Hauptcharakter, oder? Sagen wir mal, wie wird es heißen? Arno als Hauptcharakter spielt in Paris. Unity, genau, Unity hieß es. War, hatte scheiß Reviews. Habe ich persönlich nicht gespielt. Also ich habe es mal angezockt, aber ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe irgendwie nur eine Stunde oder so gespielt, weil das so scheiße lief auf meinem PC. Weil die PC-Variante im Allgemeinen ziemlich im Eimer war. Die Konsolen-Variante war nicht anders, aber die PC-Variante war noch schlimmer. Lief und weiß nicht, ob es inzwischen besser läuft, weiß ich nicht, ich besitze das Spiel nicht. Ist mir nur geliehen gehabt. Aber das lief selbst auf High-End-PCs nicht gut. Das habe ich auf meinem Live erfahren. Ich meine, ist nicht so tatsächlich einen schlechten PC, aber ich habe dann doch keinen Bock, so ein Spiel mit, weiß nicht, 25 bis 35 FPS zu zocken. Und ich finde, eine 980 sollte dann doch ein bisschen mehr leisten als nur 25 FPS. Aua. Locate the secret meeting. I'm Arno. Elise, I'm here with my father. So am I. He has important business with the king. What should we do now? Wow. Wow. Arno und Elise. Der Junge da rechts und das Mädel da links. Werden in Assassin's Creed Unity die Hauptcharaktere sein. Arno ist der Assassine, den man spielt. Und Elise seine Angebetete. Ich weiß gar nicht, wann ist das Spiel rausgekommen? Und boah, geil. Wird auch in Assassin's Creed Unity am Anfang, also die spielt genau in diesem Tempelpalast, auch in diesem Gang sogar. Und auch in diesem Alter. Und es geht auch später noch darum, in Assassin's Creed Unity, dass der Arno einen Apfel stehlt und die Guards ganz verrückt werden. Und darauf hat er gerade verwiesen. Weil der Äpfel geklaut hat, habe ich gehört. Wow. Gentlemen, I'll protect this artifact with my very life. Wow. Arno? Where have you gone? Wow. Ich finde diese Idee. My son, Arno? Perhaps you have seen him? Ich finde diese Idee echt cool, around? Dass die das in dem Spiel jetzt schon auf spätere Episoden verweisen. Naja. Stop playing, Arno. Time to come out. Kurzer Disclaimer, die Episode wird länger als eine halbe Stunde. Oh. Denn ich gehe davon aus, dass das Spiel bald zu Ende sein wird. Was muss ich denn machen? Ah, ich muss ihn töten. Einfach so. Wir sind hier mit drin. You're the traitor. I'm just finishing old business. Oh, Connor and his assassins. The American Revolution undid your Templar business. Aha. Perhaps we shall start a revolution of our own.
Uphold the principles of our order, and all that for which we stand. Never share our secrets, nor divulge the true nature of our work. Do so until death, whatever the cost. This is my new creed. I am Shea Patrick Cormac, Templar of the Colonial, of the American Right. I am an older man now, and perhaps wiser. A war and a revolution have ended, and another is about to begin. May the Father of Understanding guide us all. Da ist es also zu Ende. Assassin's Creed Rogue. Schönes Spiel. Hat mir gefallen. Ich habe es mal eben schnell gegoogelt, während des kleinen Abspanns da. Übrigens sehr schön, dass auch verarbeitet wurde, dass aus den Kolonien im heutigen Amerika dann im Jahre, ich glaube 1761, 71, ich weiß es nicht genau, wann die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben wurde. Auf jeden Fall vor dem Datum, an dem dieser Mord in Paris stattgefunden hat, den wir gerade gespielt haben. Schön, dass danach von der amerikanischen Bewegung die Rede ist. Naja, also was ich gegoogelt habe, Assassin's Creed Rogue wurde released am 11. November 2014. Assassin's Creed Unity wurde ebenfalls im November 2014 released. It's my pleasure and privilege to welcome you up here today. Gotta hand it to you, numbskull. You proved yourself to be more than a simple research monkey. Also, die Spiele sind gleichzeitig rausgekommen, gleichzeitig entwickelt worden. Und wahrscheinlich konnten die deswegen diese Hints da einbauen. Assassin's Creed Rogue kam allerdings erst im März 2015 dann für den PC raus. Es war erst ein Console-Exclusive. Also hätte man tatsächlich erst Unity spielen können, um das zu wissen. Und dann hätte man Assassin's Creed Rogue spielen können, wenn man auf dem PC spielt, wie ich das gerade mache. Ja, was ich ganz interessant fände, wäre ein kleines Special sozusagen. Denn Assassin's Creed Unity, diese Mission zu spielen, in der man Arno als Kind ist und wo man erstens den Apfel stehlen muss und zweitens den Mord seines Vaters mitkriegt, von einer anderen Perspektive. Wenn ihr Bock habt, mache ich da ein Special von. Hätte ich Bock drauf. Da mache ich einfach eine Special-Episode, unabhängig von wie lange das dauert. Und dann wisst ihr auch, wo ich gerade verwiesen habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid. Gebt mir eure Meinung in den Kommentaren ab. Sagt mir, wenn mein Kommentarstil gefallen hat, wenn es durch technische Verbesserungen, wie zum Beispiel in der Mitte schon untergebracht, die Mikrofonlautstärke, da habe ich jetzt ein bisschen mehr drauf geachtet. Gebt mir Tipps, wenn ihr welche habt. Lasst, jetzt kommt das typische YouTube-Gelaber, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich denke mal, alle, die das gucken, werden sowieso schon abonniert sein, also von daher. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich.